So, also machen wir jetzt mal weiter. Nein, so war das nicht. Erstmal einen Schluck. So, jetzt mal wieder. Ich habe also das Füllwort so, ne? So kann man auch weglassen, ohne dass irgendwie dort die Verständlichkeit leiden. Er hatte das Wort also. Und der Herr Dr. Dietrich hat das zu jeder unmöglichen, jedem Satz eingebaut fast. Ich kann mich da an ein Interview erinnern, das er gegeben hatte aus dem Anlass, den wir jetzt auch bald wieder haben, nämlich Jahreswechsel. Und da er Zoodirektor war, wurde er also gefragt, was man tun kann, um Hunde und sonstige Tiere, um Hunden und sonstigen Tieren den Jahreswechsel zu erleichtern. Die erschrecken sich ja fürchterlich, wenn es knallt. Die wissen ja nicht, was das ist, ne? Dass die verrückten Menschen den Jahreswechsel mit Knallkörpern begrüßen, das geht denen ja nicht ins Gehirn, müssen sie auch nicht wissen. Und dieser Herr Dr. Dietrich hat dann also Folgendes gesagt: Wie soll man mit seinem Hund umgehen zu Silvester? Man soll den Hund also in den Arm nehmen, ihn also streicheln, ihm also gut zureden, ihn also trösten und so weiter, damit also die Raketen und Böller, also den Hund also nicht erschrecken und die anderen Haustiere also auch nicht. Ja, das war schon recht seltsam immer mit dem guten Mann. Glaube, wir machen das von außen besser. Da weiß ich dann, wo die Schafe sind und wo sie sich herumtreiben. Gell, ihr Schafe. So, jetzt machen wir hier mal. Hier kommt dann noch so ein Pfosten hin. Habe ich noch? Nee, habe ich natürlich nicht mehr. Ja, du bist zu spät, du Schaf. Auch noch hin, so. Ja, da seid ihr alle ein bisschen zu spät, Leute. Heute ist gut, Schafe. Hier war das natürlich völlig verkehrt, ne? Vielleicht mal noch 10. So, da können wir von dort innen die Schafe also begutachten, sie also streicheln, ihnen also gut zureden. Wieso sind es jetzt hier wieder? Ach so, ja, das war ja zunächst mal zwei Fenster hier, genau, ein Zweierfenster, ein Dreierfenster, dann dieses Treppenhaus. Wunderbar, und wir können also von innen hier durchschauen. Und das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Hier können wir dann also bodentiefe Fenster einbauen.
auf die Gefahr hin, dass sie sich da durchbacken, oder? Lass ich das... Na, es ist ja... Für die Schafe ist es dann bodentief, ja. Für mich nicht so. Dreier war das breit, ne? Hier ist so Dreier breit und dann verließen sie ihn und dann habe ich nämlich keine Scheiben im Moment. So, da kommt hier das hin und da kommt dann rechts der Pfosten. Okay. So ungefähr schaut das dann aus mit dem Haus. Und jetzt ist die letzte. Ne, wir haben noch eine Schaufel. Hier bauen wir wieder die Außenfassade aus Sandstein. Selbst wenn die da jetzt keine Funktion mehr hat. Denn von innen sieht man den Sandstein nicht, aber von außen natürlich soll ja auch hübsch aussehen. Und hier machen wir das gleiche Gedrecks. So, hier lassen wir das mal. Und hier bauen wir den Sandstein hin. Und hier den Sandstein hin. Es erschrickt mich. Och, was ist denn mit dir, du Schaf? Ganz im Boden versunken. Warum bloß? So, da kommt dann Holz hin. Hier auch. Gell, machen wir das gleich. Holen wir gleich mal Holz. Ich glaube, das ist dann ganz gut weg, du Schaf. Habe ich denn überhaupt noch... Ja, Steinaxt reicht. Rex wird immer in die Ecke gedrängt von den armen Viechern. Nein, der arme Rex wird von den Viechern in die Ecke gedrängt. So sollte es sein. So ein bisschen Fichtenholz, Kiefernholz oder was auch immer. Drei Bäume sollten eigentlich reichen. Dann werden wir diese Pfosten machen aus Kiefernholz. Naja, gut, dann machen wir vier. Der war jetzt etwas klein geraten. Der ist jetzt wieder etwas groß geraten. So, einen noch und dann reicht das. Da röcheln sie wieder da unten irgendwo. Ja, in der Kopie hatte ich eigentlich was anderes gemacht und hatte was anderes vor für jetzt, aber... Jetzt ist also dieses Haus dran erstmal. So, wo sind die Schafe? Da, da gehe ich gleich mal durch den Schafstall. Entschuldigung, bin ich dir jetzt auf den Hintern getreten? Ja, dann kann das hier weg. Und dann werden wir hier mal den das Fichtenholz hinsetzen. So, wunderbar. Und Rex nochmal. Komm Rex, geh mal da zur Seite. Ah. So, ich denke, jetzt soll sich das hier richtig genau platzieren. So ist das okay. Sitzt verkehrt. Aber jetzt sieht das schon mal sehr gut aus hier. Gell? So, Rex, du bleibst mal wieder hier sitzen bei den Schafen. So, das ist also unser Bauernhaus, wenn man so will.
Und da geht die Sonne schon wieder unter. Frage ist, kann ich mir noch eine Aufnahme leisten? Beziehungsweise noch ein Stückchen filmen. Die Türen hier sollte man auch mal ein bisschen zumachen. Und das geht am besten mit einer Druckplatte. Können auch die Monster dann raus. Wenn sie drin sind. Zack. So. Ab hinunter zum Schlafen. Da war jetzt schon wieder eine offene Tür. So geht das aber nicht. Gerade die Außentüren sollten immer geschlossen sein. Gute Nacht.